dieser Frage, man glaubt es kaum, scheiden sich fast 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges tatsächlich die Geister. Denn während die einen den Heldenplatz als Standort fordern, sagen die anderen, sicher nicht. Und so wird die längst überfällige Errichtung eines Denkmals für Wehrmachtsdeserteure zum kleinlichen Gezerre. Der Heldenplatz in Wien, Brennpunkt der österreichischen Geschichte. Hinter jedem Strauch lauert ein Denkmal. Jetzt könnte hier auch ein Denkmal für die anderen Helden entstehen, für die Deserteure der Wehrmacht. Nach Schätzungen sind etwa 40.000 Österreicher aus der Hitlerarmee geflohen. Richard Wardani ist einer der letzten lebenden Deserteure. Der Widerstand des heute 90-Jährigen wird lange nicht anerkannt, im Gegenteil. Bei denen hieß es, wer für Hitler-Deutschland gekämpft hat, gegen die Alliierten und somit gegen die Befreiung Österreichs, der war der gute Soldat, der Pflichtbewusste. Die nicht bereit waren, in der Hitlerarmee zu dienen und ihren Beitrag geleistet haben für die Befreiung Österreichs, das waren die Schweinehunde und die müssen wir bestrafen. Und sie haben uns auch bestraft. 60 Jahre Diskriminierung, das war also sehr hart. Auch heute stoßen die Deserteure auf Ablehnung. Der Kameradschaftsbund hat sich klar gegen ein Denkmal ausgesprochen. Deserteure seien ein schlechtes Vorbild. Fahnenflucht sei immer ein Gesetzesbruch. Wenn Desertion praktisch als Kavaliersdelikt bezeichnet wird, ich muss nur finden, das Regime passt mir nicht. Ja, dann kann ich keinen Persilschein bekommen, jederzeit wegzugehen. Das geht eben nicht. Und da darf man auch kein optisches Signal dafür setzen, nimmst es nicht so ernst, passiert euch eh nichts. Aber ist das nicht sehr unangebracht, das Nazi-Regime mit der heutigen Zweiten Republik zu vergleichen? Natürlich, das Nazi-Regime ist ein Horror gewesen. Ja, es ist schrecklich. Aber das machen wir ja dann. Es gibt Leute, die finden das, was wir jetzt haben, auch schrecklich. Sind wir aus einem österreichischen Bundesheer desertiert? Nein, aus einer fremden Armee. Das wollen sie nicht zugeben. Ne? Für sie war es, wenn man sagt, die Hitler-Wehrmacht, das war das Um und Auf, das vertreten sie heute noch, diese Traditionen. Deserteure müssten eigentlich für das österreichische Bundesheer Vorbilder sein, weil sie nicht bereit waren, für ein verbrecherisches Regime zu kämpfen. Aber warum sollte es ein Verbrechen sein, in einem Verbrecherregime ein verbrecherisches Militärsystem zu verlassen? Weil man gegen eine geltende Rechtsordnung handelt. Die aber von dem Verbrecherregime erlassen wird. Okay, das sehen wir jetzt so. Nur der unmittelbar Handelnde in diesem System drinnen, für den stellt sich die Frage nicht. Die rot-grüne Regierung in Wien will nun Österreichs erstes Denkmal für Wehrmachtsdeserteure errichten. Wir treffen den dafür zuständigen Stadtrat am Rande der SPÖ-Club-Tagung in Rust. Wie in vielen Ortschaften steht auch hier ein Kriegerdenkmal. Für den Kameradschaftsbund hat er kein Verständnis. Ich glaube, dass diese Diskussion dann ein bisschen zynisch wird. Es haben Menschen ihr Leben gelassen, um nicht in dieser Armee dienen zu müssen. Andere haben es durchgestanden, viele sind gestorben. Viele sind jedenfalls auch aus Widerstand gegen dieses Regime aus der Armee geflohen und haben das mit dem Leben bezahlt. Dafür, glaube ich, ist ein solches Denkmal in der Bundeshauptstadt notwendig und auch richtig. Und es wird jetzt darum gehen, das an einem würdigen und auch sichtbaren Platz umzusetzen. Für den Wehrmachtsexperten Peter Pirker und viele andere Historiker wäre der Heldenplatz oder der Ballhausplatz der ideale Ort für ein solches Denkmal. Auch wenn einige den Heldenplatz für zu überladen halten. Für die Befürworter wäre es jedoch ein Signal der Wertschätzung. Hier kommen Politiker aus ganz Europa, aus der ganzen Welt vorbei, um in das Bundeskanzleramt zu gehen, hier politische Gespräche zu führen oder auch hier in der Bundespräsidentschaftskanzlei. Das bedeutet sehr starke mediale Aufmerksamkeit, die auch den österreichischen Referenzrahmen überschreiten würde. Das heißt, dieses Denkmal hier würde sehr stark in Europa wahrgenommen werden. Auch die Grünen sind für einen zentralen Platz und riskieren damit einen Konflikt mit dem Koalitionspartner SPÖ. Also ich finde, ein geschichtlicher Bezug ist sehr wichtig und er muss auch die Qualität haben, dass man gedenken kann, also nicht ein lautbefahrener, nicht einer, wo viele Autos vorbeidonnern. Der Ballhausplatz und der Heldenplatz sind zwei ganz hervorragende
Plätze. Ich würde mir wünschen, dass wir den Mut finden, gemeinsam in Wien und das Denkmal für Deserteure an diesem Platz errichten. Zur Wahl stehen nun 5 mögliche Orte. Offiziell ist alles offen. Doch hinter den Kulissen sind einige in der SPÖ gegen den Heldenplatz. Sie hätten das Denkmal lieber an einem Platz am Rand des 1. Bezirks. Dort würde es weniger Aufsehen erregen und Konflikte vermeiden. Ich verstehe all diejenigen, die sagen, ja, der Heldenplatz ist sozusagen der zentrale symbolische Ort in Wien. Es gibt aber aus meiner Sicht auch noch andere Orte, etwa auf der Rossauer Lände zwischen der Polizeikaserne und dem Verteidigungsministerium. Der Platz beim Verteidigungsministerium wäre historisch. Hier sind in der NS-Zeit Deserteure gefoltert worden. Es gibt aber auch einen unüberhörbaren Nachteil. Ich muss aber sagen, dass dieser Ort eigentlich fast würdelos ist, weil hier einfach der Straßenverkehr so dominant ist. Es ist sehr, sehr laut und ich finde nicht, dass das ein geeigneter Ort ist, um den Opfern der US-Militärjustiz zu gedenken. Österreich hat die Opfer der nationalsozialistischen Justiz über Jahrzehnte ignoriert. Erst im Jahr 2009 wurden die NS-Urteile vom Nationalrat offiziell aufgehoben. Während in beinahe jedem Ort ein Kriegerdenkmal steht, gibt es für Deserteure kein einziges. Hier in Krems hat der Gemeinderat im Jahr 1959 sogar ein Denkmal für einen Wehrmachtsgeneral bewilligt. Ist diese Ehrung für General Karl Eibel, der in Stalingrad eine Panzereinheit Hitlers befehligt hat, noch zeitgemäß? Der Punkt ist bei all diesen Denkmälern, dass es sozusagen um eine Kontextualisierung geht, zu sagen, der war General in der deutschen Wehrmacht, der war in Stalingrad, der ist sozusagen jemand, den man nicht einfach hinstellt, wie jetzt Goethe oder Schiller, sondern wo man sagt, naja, was hat das für Bedeutung und warum hat man das aufgestellt? Österreichs Erinnerungskultur sei problematisch, sagt die Historikerin. Fragwürdige Denkmäler abzureißen sei aber keine Lösung. Vernünftiger wäre eine Umgestaltung, die zum Nachdenken anregt. Ich würde mich zum Beispiel wahnsinnig freuen, wenn auf all diesen Kriegerdenkmälern, die in den meistens kleineren Gemeinden auch stehen, auch jene vermerkt werden, die als Zusatz zum Beispiel in dem Umfeld Deserteure wären. Ja, das wäre zum Beispiel schon ein Zeichen, das könnte auf demselben Denkmal sein, daneben sein, wie auch immer. Die Zeit für die Wehrmachtsdeserteure wird knapp. In Österreich leben nur noch etwa 30. Aus Angst verschweigen einige noch immer, dass sie damals aus der Hitlerarmee geflohen sind. Unsere Jahre sind gezählt. Also es bleibt dann faktisch niemand mehr, aber ein Denkmal soll bleiben. Was würde es für Sie persönlich bedeuten? Der Denkmal eine gewisse Genugtuung auch. Eine späte Genugtuung. 67 Jahre nach dem Ende des Zweiten.